Hans im Glück bekommt von seinem Meister für 7 Jahre Dienst einen Goldklumpen so groß wie ein Kinderkopf. Wow, dann hat er ausgesorgt. Kann ein Häuschen bauen, heiraten, Kinder kriegen und das Leben genießen. Ach was, Hans ist ein Trottel. Er tauscht das Gold gegen ein Pferd ein. Pferd ist auch nicht schlecht. Wer ein Pferd hat, ist wer. Und vom hohen Ross herab schaut die Welt ganz anders aus. Denkst du, er tauscht das Pferd in eine Kuh ein? Milch, Butter, Rahm. Eine Kuh gibt dir Sicherheit. Hans pfeift auf Sicherheit. Noch lieber als eine Kuh ist ihm ein Schweinchen. Darum tauscht er wieder. So ein Spanferkel über dem Feuer ist auch gut. Weißt du, da hast du immer Freunde und das ist wichtig im Leben. Schön wär's, aber er tauscht das Schweinchen in eine fette Gans ein. Dann hat er wenigstens Federn für sein Federbett und kann ruhig schlafen. Hans will nicht schlafen. Er will Schleifer werden und darum bekommt er für seine Gans einen Schleifstein geschenkt. Handwerk hat einen goldenen Boden, so kann er sich sein Leben verdienen. Aber der Schleifstein fällt ihm beim Trinken in den Brunnen. Wuff, endlich frei und unbelastet. Frei und unbelastet? Hans im Glück? Nein, Hans ist ein Trottel. Hans ist kein Trottel. Hans ist ein Lebenskünstler. Er schaut nicht nach rechts und nicht nach links, sondern er entscheidet nach seinem Herzen, sich für das, was für ihn im Moment richtig ist. Und deshalb ist er glücklich. Und du hast recht. Darum ab in den Brunnen mit allem, was uns belastet, mit all dem Abwägen und Vergleichen, dem Examinieren und Taxieren. Wir wünschen dir einen unbeschwerten Tag.